Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tekkit Lite Tutorial mit mir, eurem C-Tech. Heute bei Industrial Craft 2 und sein Basic, die Wrench. Gut, schauen wir aber erst nochmal natürlich einmal auf die Versionswand. Zum Beispiel Minecraft in der Version 1.4.7, Tekkit Lite in der Version 0.6.5 und Industrial Craft 2 in der Version 1.115.231-11. Okay, schauen wir uns erstmal die Wrench an und wie wir sie herstellen können. Und zwar brauchen wir dafür Bronzebarren. 6 an der Anzahl in dieser Anordnung ergibt eine Wrench. Wofür ist überhaupt die Wrench da? Die Wrench ist dafür da, dass wir Maschinen wieder abbauen können. Und zwar könnten wir eine Maschine mit einer Spitzhacke abbauen zum Beispiel. Dann haben wir aber das Problem, dass die höheren bzw. die meisten Maschinen zerbrechen. Was heißt zerbrechen? Wir kriegen zum Beispiel bei einem elektrischen Ofen einen Maschinenblock zurück. Ich habe hier zum Beispiel den geothermalen Generator uns hier aufgebaut und er würde uns einen Generator wieder zurückgeben, wenn wir ihn mit einer Spitzhacke abbauen würden. Das heißt also, sie zerbrechen zu einer unteren Form ihrer selbst. Gut, was haben wir überhaupt für eine Haltbarkeit mit dieser Wrench? Also sie geht auch kaputt und ich habe es testweise ausprobieren müssen, weil ich nirgendwo diese Information finden konnte, wie hoch diese Haltbarkeit ist und wie die einzelnen Kosten sind. Ich habe herausgefunden, die Haltbarkeit liegt bei 161. Gut. Was kostet uns jetzt das Abbauen einer Maschine? Das Abbauen einer Maschine kostet uns 10 Haltbarkeit. Die Wrench hat aber noch eine zweite Funktion. Und zwar kann sie bei unseren ganzen Storage-Einheiten und auch bei den ganzen Transformatoren die Ausgänge ändern. Wir wissen, wir können die Badbox zum Beispiel irgendwo hin platzieren und dann kommt da ploppt der Ausgang in der Richtung auf, wo wir eigentlich hingucken. Jetzt kann es aber ja mal sein, dass wir den Ausgang an einer ganz anderen Stelle benötigen. Und wir aber jetzt nicht unbedingt den ganzen Block wieder abbauen möchten, dann können wir mit dieser Wrench auch den Ausgang verändern auf eine andere Seite. Das kostet uns dann eine Haltbarkeit. Die Wrench baut aber nicht zu 100% immer den geothermalen Generator in diesem Beispiel ab. Es gibt eine 20% Chance, dass er trotzdem zerbricht. Also mit dieser Wrench fahren wir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, dass wir immer unseren Generator zurückbekommen. Aber mit 80% haben wir da schon eine sehr hohe Chance. Ich möchte das Ganze einfach mal hier an diesen geothermalen Generator demonstrieren. Den habe ich hier auch mit Lava aufgefüllt. Einfach mal, um ganz kurz zu demonstrieren, wenn wir ihn abbauen und wieder hinsetzen, was mit der Lava überhaupt passiert. Und zwar, wir gehen einfach zu einem Generator hin, machen einen Rechtsklick und dann bauen wir ihn ab. Und was schon passiert ist gleich, wir haben gleich einen Generator daraus erhalten. Also der geothermale Generator ist, hat gerade die 20% getroffen und ist dann in einen Generator zerfallen. Gut, ich hole mir nochmal ganz kurz ein paar Generatoren, um auch zu beweisen, dass man nicht immer einen Generator bekommt. Jetzt haben wir zum Beispiel wieder einen geothermalen Generator bekommen. Jetzt wieder, also das war gerade pures Glück oder Pech, wie man möchte. Auch wenn wir jetzt den geothermalen Generator wieder zurückbekommen hätten, ich fülle nochmal ganz kurz ihn mit Lavazellen auf und ich baue ihn jetzt nochmal ab, hebe ihn auf und setze ihn wieder hin, er ist danach leer. Also alle Energie und Lava und etc. pp., was wir hier reinladen, in die einzelnen Geräte ist damit weg. Die Items, die wir reinlegen, ploppen natürlich einfach so wieder auf. Diese verschwinden natürlich dann nicht. Gut, kommen wir jetzt mal zu der Badbox. Das ist aber auch Vergleich, oder das, was wir jetzt mit dem Ausgängen machen, können wir natürlich auch auf die Transformatoren oder die größeren EU-Storage-Einheiten. Es ist einfach gleich. Und zwar möchten wir jetzt, sage ich mal, diesen Ausgang von hier nach hier hinbringen. Das ist ganz einfach. Hier befindet sich der Ausgang. Machen wir jetzt einen Rechtsklick auf einen Eingang
dann wird der Eingang zu einem Ausgang. Das kann ich jetzt auch hier machen. Hier ist jetzt ein Eingang. Ich mache einen Rechtsklick darauf. Dann haben wir einen Ausgang. Wenn wir jetzt aber einen Rechtsklick auf einen Ausgang machen oder auf den Ausgang machen, dann baut sich die Badbox ab. Ja, ich denke, das ist relativ verständlich. Wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt halten und einen Rechtsklick auf den Ausgang machen, dann verschwindet der Ausgang auf die gegenüberliegende Seite. Ich kann das ganz kurz hier mal demonstrieren. Ich mache jetzt mal hier einen Rechtsklick. Hier befindet sich jetzt der Ausgang. Ich drücke Shift und Rechtsklick auf den Ausgang und dann wird der Ausgang auf die gegenüberliegende Seite transformiert. Wenn ich jetzt wiederum Shift und Rechtsklick mache, baue ich wieder alles ab. Noch was anderes, es muss nicht unbedingt hier der Ausgang sein. Jetzt befindet sich der Ausgang oben. Ich mache jetzt trotzdem einen Shift-Rechtsklick und der Ausgang wird auch auf diese Seite gebracht. Gut, auch hier ist, falls sich hier Energie in der Badbox befinden sollte und wir bauen sie ab, ja, ist die ganze Energie verloren und wenn euer die Badbox wieder aufbauen, ist sie halt nicht mehr vorhanden. Und vielleicht noch als Tipp, wenn ihr auf Maschinen drückt oder sie ja andrücken wollt, vergesst nicht, eure Wrench wieder aus der Hand zu nehmen, weil sonst baut ihr sie gegebenenfalls ab. Und das ist natürlich ziemlich viel Energieverlust. Die zweite Variante der Wrench ist die sogenannte elektronische Wrench. Wie stellen wir sie her? Wir benötigen eine volle, normale Wrench. Also schon, man darf also nichts damit schon abgebaut haben. Wir benötigen ein Electronic Circuit und eine RE-Batterie. Hier spielt es aber keine Rolle, ob sie schon EU drin hat oder nicht. Ich habe hier mal einfach eine volle genommen, um zu zeigen, dass ihr dann eine Wrench mit 10.000 EU-Einheiten schon erhaltet. Insgesamt kann die Electrical Wrench 12.000 EU aufnehmen. Mir fällt gerade auf, ich habe dafür sogar gar nicht mal ein Schild gemacht. Also, die Electrical Wrench hat einen Storage von 12.000 EU. Werde ich später noch hier irgendwann mal dazu hängen. Gut, es gibt einen Modus der Electrical Wrench, den viele gar nicht mal wissen. Denn die meisten nehmen an, dass die Electrical Wrench jedes Mal, wenn wir einen Generator damit zum Beispiel abbauen, irgendwie auch zu 100% wiederbekommt. Das ist aber falsch. Es gibt einen Modus, der nennt sich Looseless Mode. Den kann man einmal disablen bzw. enablen. Standardmäßig ist er disabled. Was passiert, wenn er disabled ist? Wir benötigen 500 EU pro Benutzung. Also jedes Mal, wenn wir einen Generator zum Beispiel abbauen, verbraucht die Electrical Wrench 500 EU. Trotzdem bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass er zerbricht, bei 20%. Schalten wir diesen Looseless Mode jetzt auf Enable, dann verbrauchen wir bei jeder Maschine, die zerbrechen kann, 10.000 EU. Jede Maschine, die nicht zerbrechen kann, das sind aber nur relativ wenige, wie zum Beispiel die Badbox, die kann nicht zerbrechen, da verbrauchen wir nur 500 EU. Maschinen, die auch nicht zerbrechen können, können wir auch mit einer Pickaxe abbauen, nur so am Rande. Ja, und dann haben wir, wenn wir diesen Modus anhaben, haben wir einen Verlust von 0%, also sprich, wir kriegen immer unsere Maschine wieder, solange wir natürlich Energie haben. Ja, in der Wiki wird beschrieben irgendwie, dass wir eine Wahrscheinlichkeit haben, von 80% 500 EU zu verbrauchen und von 20% 10.000 EU zu verbrauchen. Das kann ich irgendwie nicht teilen, denn ich habe 50 Geothermal-Generatoren mit einer Wrench in Looseless-Modus Enable abgebaut und jedes Mal 10.000 EU zahlen müssen. Das müsste schon sehr unwahrscheinlich, dass ich jedes Mal bei 50 Versuchen 20% getroffen hätte. Also ich glaube eher, das ist meine persönliche Meinung, was ich durch das Testen herausgefunden habe, dass alle Maschinen, die zerbrechen können, 10.000 EU benötigen und alle Maschinen, die nicht zerbrechen können, 500 EU benötigen. Für beide aber zählt, jedes Mal, wenn wir den Output, also diesen Output von der Badbox verändern wollen,
Das kostet uns jedes Mal 50 EU, egal ob wir im Looseless Mode oder also ob wir den Looseless Mode disabled oder enabled haben. Wie kommen wir jetzt aber überhaupt in diesen Modus rein? Ja, und zwar müssen wir die M-Taste gedrückt halten. Jetzt sagt ihr aber, wenn ich die M-Taste gedrückt halte, komme ich in die Minimap-Konfiguration rein. Das ist korrekt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verändert die M-Taste für diesen Modus-Switch oder ihr verändert die M-Taste für die Reis-Minimap. Ich habe sie auf Komma gelegt, ganz einfach, weil sie neben M liegt. Könnt ihr einfach hier in den Key-Configs und dann den Menu-Key ändern. Andersrum könnt ihr natürlich auch unter Options, Control und dann Mode-Switch-Key ändern. Dann müsst ihr aber natürlich die Taste drücken, die ihr hier einstellen tut. Nun müssen wir die Taste gedrückt halten, die Wrench in die Hand nehmen und einen Rechtsklick machen. Dann steht dort Looseless Wrench Mode Enable oder halt Looseless Mode Disable. Wir enablen den Modus mal ganz kurz. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier den geothermalen Generator ab. Und wie ihr seht, von 12.000 EU-Einheiten sind jetzt nur noch 2.000 EU-Einheiten verfügbar. Setze ich den geothermalen Generator wieder hin und drücke Rechtsklick, dann steht da Not Enough Energy for Looseless Wrench Operation. Also sprich, wir haben zu wenig Energie, um diesen Looseless Mode der Wrench zu benutzen. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal zeigen, dass wir trotzdem jetzt diese hier abbauen können. Und das uns auch nur 500 EU kostet. So, behaltet aber natürlich immer im Hinblick darauf, dass ihr diese Einheiten mit einem Rechtsklick abbauen könnt, dass ihr die Wrench immer aus der Hand nehmt, wenn ihr nur normal agieren wollt, mit der Badbox zum Beispiel oder hier mit dem geothermalen Generator. Es passiert nämlich relativ häufig und schnell mal, dass man die dann einfach abbaut, weil man sie noch in der Hand hält. Die Electrical Wrench können wir übrigens noch mit einer Badpack oder mit einem Labpack betreiben. Dazu aber eigentlich erstmal später in einem anderen Tutorial mehr, nur damit ihr halt wisst, dass ihr auch das hier könnt. Gut, ich hoffe, ihr habt etwas gelernt über die Wrench bzw. über die Electrical Wrench und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Tutorial wiedersehen würden. Bis dahin erst einmal, ciao!